Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Erfahren Sie, wie Sie Daten von einem Plex Store, X Store, PX NAS 2X500L, PX NAS 2X750L, PS NAS 2X1000L Trade Level 0 und Level 1 NAS wiederherstellen können. Wie Sie wissen, unterstützen zwei Speichergeräte nur RAID Level 1 und RAID Level 0, da nicht genügend Festplatten für die anderen Level vorhanden sind. Wie alle Speichergeräte sind auch NAS-Geräte nicht vor Komponentenausfällen oder Fehlfunktionen gefeit. Infolgedessen bleiben Ihnen funktionierende Festplatten, auf denen Sie Ihre Daten befinden, erhalten, auf die Sie jedoch nicht zugreifen können. Um Informationen von den Festplatten abzurufen, benötigen Sie ein spezielles Programm, das die Festplatten wieder zu einem RAID zusammensetzt und es Ihnen ermöglicht, alle verbleibenden Dateien wiederherzustellen. Warum brauchen Sie ein solches Programm? Der Grund dafür ist, dass NAS ein eigenes Betriebssystem verwendet, das RAID auf eine bestimmte Weise aufbaut und Daten auf die Festplatten schreibt. Wenn diese Festplatten an ein anderes Gerät oder einen PC angeschlossen sind, können sie nicht wiederherstellen werden. Wenn Sie die Laufwerke beispielsweise an einen Windows-PC anschließen, werden Sie aufgefordert, die Laufwerke in der Datenträgerverwaltung zu initialisieren, um auf sie zugreifen zu können, wodurch alle darauf befindlichen Informationen gelöscht werden. Sie können dann nicht nur auf die Dateien zugreifen, sondern sie gehen auch verloren. Das Linux-Betriebssystem ist auch nicht in der Lage, die Hauptpartition zu erkennen, auf der sich die Dateien befinden, obwohl es über das XFS-Dateisystem verfügt, das es unterstützt. Das Mounten der Partitionierung ist nicht möglich. Denken Sie daran, dass Sie beim Initialisieren von Festplatten unter Windows oder beim Ändern der Partition unter Linux alle Informationen überschreiben können, was eine weitere Wiederherstellung erschwert. Versuchen Sie unter keinen Umständen die Laufwerke in irgendeiner Weise zu manipulieren, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun, da Sie sonst Ihre Daten dauerhaft verlieren könnten. Um ein grundlegendes Verständnis der RAID-Technologie zu erlangen, sollten Sie sich die RAID-Levels ansehen und wissen, wie man ein Festplattenarray aus angeschlossenen Laufwerken aufbaut. Um ein RAID zu erstellen, müssen wir das Gerätebedienfeld aufrufen. Öffnen Sie dazu einen beliebigen Browser und geben Sie in die Adressleiste die IP-Adresse des NAS ein, die in den Router-Einstellungen angegeben werden kann. Öffnen Sie in dem sich öffnenden NAS-Verwaltungsfenster den Datenträgermanager, Registerkarte, Laufwerke verwalten. Um auf die Partition zuzugreifen, müssen Sie den Administrator-Login und das Passwort eingeben. Standardmäßig ist dies Admin und das Passwort Rot. Wenn Sie ihn bereits geändert haben, geben Sie ihren ein. Auf der rechten Seite sehen Sie ein Fenster mit den Festplatten dieses Programms. Wählen Sie die Laufwerke, auf denen Sie ein RAID erstellen möchten und ziehen Sie auf die rechte Seite des Fensters. Aktivieren Sie dann das Feld RAID-Aktivierung und wählen Sie den entsprechenden RAID-Typ aus den drei verfügbaren aus. RAID 0 ist gestreift, RAID 1 ist gespiegelt und linear. Lineares RAID ist eine einfache Gruppierung von Festplatten zur Erstellung eines größeren virtuellen Laufwerks. Konfigurieren Sie nun weitere Einstellungen und geben Sie das Dateisystem des zukünftigen Laufwerks an. Als Dateisystem stehen hier XFS und FAT32 zur Verfügung. Wenn Sie diese getan haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Formatieren. Daraufhin wird ein Warnfenster angezeigt, das besagt, dass alle Daten auf den Datenträger gelöscht werden. Dies beginnt mit der Formatierung der Laufwerke und dem Aufbau eines RAID. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Wenn Sie fertig sind, erscheint ein Hinweisfenster, das die erfolgreiche Formatierung anzeigt. Wenn Sie ein RAID Level 1 erstellen, beginnt nach der Formatierung eine Initialisierung. Warten Sie also bitte, bis der Festplattenverbund vollständig ist, bevor Sie fortfahren. Sobald der Hetware-Server aktiviert ist, können Sie Daten auf die Festplatte hochladen. Um den Verlust wichtiger Dateien vorzubeugen, empfiehlt es sich, diese regelmäßig zu sichern. Mit einem Backup können Sie versehentlich gelöschte Dateien wiederherstellen. Um eine Sicherung zu erstellen, gehen Sie im NAS-Kontrollpanel auf Dienste Sicherung. Klicken Sie auf der rechten Seite auf die Schaltfläche Sicherungsauftrag hinzufügen.
Wählen Sie im nächsten Schritt den Ordner aus, den Sie sichern möchten. Und geben Sie darunter das Verzeichnis an, in dem Sie die Sicherungsdateien speichern möchten. Hier müssen Sie einen Zeitplan für die Datensicherung einrichten und angeben, wie viele Datensicherungen Sie aufbewahren möchten. Für eine Datensicherung müssen Sie den Wert 0 festlegen. Wenn Sie es konfiguriert haben, klicken Sie auf Hinzufügen. Jetzt wird die Sicherung nach dem eingestellten Zeitplan erstellt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Los, um die Sicherung zu starten. Nach Abschluss des Vorgangs wird die Sicherungskopie an dem angegebenen Ort abgelegt. Wenn Sie nun versehentlich eine Datei löschen, können Sie sie aus dem Sicherungsordner wiederherstellen. In Ermangelung eines Backups ist die einzige Möglichkeit, versehentlich gelöschte Daten wiederherzustellen, ein Programm zur Wiederherstellung gelöschter Daten. Falls Sie den Zugriff auf Ihre RAID-Daten aufgrund eines Geräteausfalls, einer Fehlkonfiguration oder eines RAID-No-Baus, versehentlich gelöschte Dateien oder Formatieren-Laufwerke verloren haben, laden Sie die Software Hetman RAID Recovery herunter. Hetman RAID Recovery unterstützt alle gängigen Dateisysteme und RAID-Typen, ersetzt die Festplatten eines ausgefallenen RAIDs wieder zusammen und Sie können Informationen daraus abrufen. Um den Wiederherstellungsprozess zu starten, entfernen Sie die Laufwerke und das NAS und schließen Sie es direkt an die Hauptplatine eines Windows-Computers an. Wenn ein Laufwerk ausfällt, können Sie je nach RAID-Level einige Daten verlieren, die nicht wiederherstellt werden können. Wenn Sie RAID 0 verwenden, gehen bei einem Ausfall eines Laufwerks einige Daten verloren. Tatsache ist, dass diese Art von Array durch Datenstripping Leitungsorientierung ist. Das bedeutet, dass die Informationen in Teilen auf die einzelnen Festplatten geschrieben werden, was eine hohe Leistung bei geringen internen Kosten ermöglicht. Im Gegenzug bietet sie aber keine Redundanz. Stellen Sie sich darauf ein, dass es in diesem Fall nicht möglich ist, die Daten vollständig wiederherzustellen. Sobald die Laufwerke angeschlossen sind und die Software startet, beginnen Sie automatisch mit dem Scannen der Laufwerke, um ein ausgefallenes Array zu erstellen. Dadurch werden detaillierte Informationen über das Array angezeigt. Um nach verbliebenen und versehentlich gelöschten Dateien zu suchen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und dann auf Öffnen. Wählen Sie dann die Art der Analyse aus. Für den Anfang empfiehlt sich ein schneller Scan, der weniger Zeit in Anspruch nimmt und in den meisten unkomplizierten Situationen hilft, Dateien wiederherzustellen. Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, navigieren Sie zu dem Ordner, in dem die Dateien gespeichert waren, die Sie zurückgeben möchten. Die Software stellt die gesamte Datei- und Ordnerstruktur wieder her, dabei alle Namen und die Speicherfolge beibehalten werden. Der Inhalt der einzelnen Dateien kann im Vorschaufenster angezeigt werden. Sogar Videos können hier angeschaut werden. Um Zeit zu sparen, können Sie eine Datei anhand Ihres Namens suchen. Markieren Sie alles, was Sie wiederherstellen möchten und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Wählen Sie dann aus, wo die Daten gespeichert werden sollen, zum Beispiel Laufwerk oder Ordner, und klicken Sie auf Wiederherstellen und fertig. Alle Dateien, die Sie markiert haben, befinden sich in dem zuvor angegebenen Ordner. Wenn die Software die benötigten Dateien nicht findet, führen Sie eine vollständige Analyse durch. Gehen Sie dazu zurück zum Hauptmenü, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger und wählen Sie Neu analysieren, vollständige Analyse. Geben Sie den Dateisystemtyp an und deaktivieren Sie das Häkchen für die Inhaltssuche, was die Suche beschleunigt. Ein weiterer wichtiger Punkt. Wenn Sie den Zugriff auf die Laufwerke des Arrays verlieren, versuchen Sie nicht, es durch eine neue Konfiguration wieder funktionsfähig zu machen, da dies ohne Formatierung der Laufwerke nicht möglich ist. Dies kann dazu führen, dass alle verbleibenden Informationen auf den Laufwerken überschrieben werden und der Wiederherstellungsprozess schwierig oder sogar erfolglos ist.
Es ist ratsam, die Laufwerke so schnell wie möglich aus dem Gerät zu entfernen und in unklaren Situationen mit dem Wiederherstellungsprozess zu beginnen. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.